Das macht ja nichts, ist ja hell. Im Notfall gibt's Kerzen. Weg da, ich war vor dir. Seit dem Skillen ist die Karre auch unkaputtbar irgendwie. Und schon sind wir da. Vince Auktion. IRAC ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. IRAC finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. So, die Mission starten wir für euch entweder gleich oder in der nächsten Folge. Ich mache jetzt eine kleine Pause, also bleibt dran. Bis denn. Da sind wir wieder. Bei der nächsten Mission, die wir auch gleich starten. Ein riskantes Gebot. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbangern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. So. Zack. 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 Können wir damit ein bisschen Geld machen? Wieso wird es jetzt leiser? Kann ich mich vielleicht ganz raushalten? Die Auktionen haben mir ohnehin nie gefallen. Männer und ihre Libido. Solche Schwächen habe ich mir nie erlaubt. Na dann gehen wir mal zur Auktion. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IRAC. Okay,
Lass mich nur kurz hier das Ding aufnehmen. Komm ich da nicht dran? Schade. Also gut, nach oben. Hier gleich die Schießerei losgeht, dann bin ich ziemlich am Arsch. Jo, der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn es absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Alles klar, hinten rum. Manche Gäste laufen rum, wo sie nichts zu suchen haben. Sonst ist alles sauber. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind gestorben. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin! Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schaue auf dich auf, Keule. So, einer schon mal weniger. Wir haben den Alarm umgangen und sogar Überwachungskameras manipuliert. Jo, nicht den Helden spielen. Die Auktion ist vorbereitet. Und diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Okay, ich muss schnell raus. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine heimischen Waren. Es ist nur gefährlich für sie. Und gibt schlechte Preise. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon seit Jahren. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Oder noch schlimmer, meinen guten Ruf. Halt die Glubschaugen offen! Und das kann ich mir nicht erlauben. Und wieder einer weniger. Vergesst nicht, die Augen offen zu halten!
Ich versuch's da hinten. Neue Befehle. Iraq will, dass Crispin gefunden wird. Er darf die Auktion nicht verlassen. Wer ihn sieht, packt ihn sich. Augen auf, Mann. Schön vorsichtig. Nur für den Fahrtraum. Wer von denen sieht mich denn? Und es ist ziemlich dunkel hier. Jo, nicht den Helm spielen. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Das war unbemerkt. Okay. Da muss ich noch verpissen. Das passt. Okay, auf nach oben. Ich muss meine Waffen aufstocken. Jetzt wollen mich alle töten. Das sollten wir definitiv tun. Lass mich doch die Kamera hacken. Hallo? Achso, hier besorgen. Mal den Schalldämpfer rein. Noch haben wir es ja nicht geschafft. Sie haben uns zwar noch nicht gesehen, aber das heißt ja nichts. Das ist mal echt perfekte Scheiße, Kass! Wir werden hier draußen... Hey, yo! Nimm die Birne runter! Tja, das war zu spät für euch. Yo! Yo! Yo, ich hab was gesehen! Yo, da drüben! Sollen diese Dinger so blinken? Was für ein Scheiß! Warte mich! Da müsstet ihr mich erstmal finden. Augen auf! Jetzt wird geschießt! Keiner hoch und kommt damit durch! Findet ihn! Findet ihn und reißt ihm den Arsch auf! Geht kein Risiko ein! Ich seh dich, du Wichser! Du durchsieb den Bastard mit Blei! Komm doch. So, komm, zeig dich.